Ganz ehrlich, diese iOS 16 Funktion hätte ich auch nicht gewusst, aber deshalb erzähle ich sie jetzt euch, damit ihr besser im Bilde seid. Kennt ihr das? Ihr seid auf irgendeiner Website unterwegs und ihr scrollt und scrollt und scrollt und irgendwann wollt ihr wieder nach oben scrollen. Aber es gibt diesen typischen Button auf der Webseite nicht, wo ihr wieder ganz nach oben kommt. Da gibt es aber einen kleinen Trick. Ihr könnt einfach auf die Uhrzeit tippen, also ganz oben links am iPhone, und dann kommt ihr einfach wieder ganz nach oben auf der Webseite. Das Apple-Logo auf der Rückseite von jedem iPhone sieht nicht nur hübsch aus, sondern ist sogar noch nützlich. Ihr könnt es nämlich mit verschiedenen Funktionen belegen. Dafür geht ihr einfach in die Einstellungen und sucht euch aus, was ihr dort hinlegen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr zweimal drauf tippt, dass ihr dann einen Screenshot macht. Wenn ihr das einstellen wollt, dann geht einfach in die Einstellungen und sucht euch den Punkt Bedienungshilfen. Geht dann anschließend auf Tippen und wechselt ganz unten auf den Punkt auf Rückseite tippen. Ihr könnt an dieser Stelle auswählen, was passieren soll, wenn ihr doppelt oder dreifach hinten auf das Apple-Logo tippt, wie zum Beispiel ja, Taschenlampe anmachen, Screenshot auslösen und so weiter und so fort. Klickt euch da einfach ein bisschen durch, da sind ein paar ganz coole Sachen dabei. Apropos, wenn ihr weiterhin den Apfel auf der Rückseite von eurem iPhone bewundern wollt, dann empfehle ich euch, schützt doch euer iPhone mit einer Hülle. Ich nutze zum Beispiel die von RhinoShield. Die liegen mega gut und fest am Handy an, sodass ihr euch sicher sein könnt, dass die Hülle nicht einfach so abspringt, falls euch das Handy mal runterfallen sollte. Die schützen euer Smartphone also nicht nur gut, sondern ihr habt auch super viel Auswahl, was die Designs angeht. Auf der Seite von RhinoShield habt ihr unterschiedliche Kategorien, wo ihr dann passend zu eurem Geschmack verschiedene Hüllen findet. Ihr könnt euch auch zwischen unterschiedlichen Cases entscheiden, zum Beispiel einem Clear Case, das mag ich ja total gerne, und auch da gibt es viele verschiedene Designs, oder auch einer modularen oder der klassischen Schutzhülle. Übrigens kommen die Hüllen auch in komplett plastikfreier Verpackung bei euch an. Und wenn ihr die Hüllen von RhinoShield auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit dem Code VERA10 10% auf das gesamte Sortiment von RhinoShield bekommen. Link dazu in der Videobeschreibung. Kommen wir zurück zu den versteckten Funktionen von iOS 16. Es gibt nämlich noch was zu Safari. Und zwar hält der Zurück-Button noch ein paar mehr Optionen bereit. Dort werden nämlich die vergangenen Webseiten, die ihr besucht habt, einfach gespeichert, und zwar je nach Verweildauer. Wenn ihr dann nämlich länger mit dem Finger drauf drückt, dann wird euch eine Liste ausgespuckt von den Seiten, die ihr besucht habt. Und ihr könnt die Seiten jetzt ganz bequem einfach wieder aufrufen, ohne die ganze Zeit auf zurück, zurück, zurück zu gehen. Wie habt ihr denn eigentlich euer Handy eingestellt? Im hellen Design oder im Dark Mode? Ich persönlich mag ja den Dark Mode total gerne, sodass alles einfach dunkel, grau und schwarz gehalten ist. Falls es euch genauso geht, könnt ihr den Dark Mode sogar noch ein bisschen dunkler gestalten. In den Einstellungen gibt es nämlich eine Option, um die Abstufungen zwischen grau und schwarz noch weiter zu reduzieren. Geht dazu in den Einstellungen und tippt auf Bedienungshilfen, wieder mal, und wechselt hier zu Anzeige und Textgröße. Ganz unten im Bild findet ihr die Option Weißpunkt reduzieren. Aktiviert ihr dieses Feature, könnt ihr den Regler nach rechts ziehen, um die Abstufungen einfach weiter zu reduzieren. Das ist auf jeden Fall nützlich für alle, die es noch ein bisschen dunkler mögen. Schreibt mir das an der Stelle mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Kommen wir mal zum Homescreen. Die Bearbeitung des Homescreens hat sich ja in den letzten paar Jahren eigentlich überhaupt nicht verändert. Ihr drückt also länger drauf auf die Apps und dann wackeln die irgendwann so lustig und dann könnt ihr sie verschieben. Ich habe mich da immer gefragt, gibt es nicht eine einfachere Option, dass ich mehrere Apps auf einmal von, weiß ich nicht, links nach rechts ziehen kann, oder muss ich die wirklich alle einzeln rüberschieben? Tatsächlich funktioniert das. Ihr könnt mehrere Apps auf einmal irgendwo anders hin verschieben oder auch in Unterordner packen, je nachdem. Dazu drückt ihr, wie gesagt, einfach auf eine App, bis die Icons alle anfangen lustig zu wackeln. Und dann haltet ihr das Icon auch weiterhin gedrückt und nehmt dann einen anderen Finger und tippt die ganzen anderen Icons und Apps an, die ihr mit verschieben wollt. Und dann habt ihr die quasi alle unter dem Finger und könnt sie dann zusammen als Gesamtpaket auf eine andere Seite des Homescreens zum Beispiel verschieben. Dann lasst ihr einfach wieder los und schwupps, habt ihr sie einfach verschoben. Die Fokusfunktion des iPhones ist eine richtig tolle Sache, die ich wirklich regelmäßig benutze. Aber wusstet ihr, dass ihr auch je nach Fokus einen verschiedenen Homescreen euch anlegen könnt? Das ist zum Beispiel ganz nützlich, wenn ihr je nach Ort zum Beispiel, also zu Hause oder auf der Arbeit, einen anderen Homescreen haben wollt, mit anderen Apps, mit anderen Widgets, mit einem anderen Design und Layout, dann könnt ihr das nutzen. Geht dafür in die Einstellungen und wechselt zum Punkt Fokus und wählt hier einen aus. Unter dem Abschnitt Bildschirm anpassen könnt ihr jetzt auswählen, welcher Abschnitt vom Homescreen für diesen Fokus verwendet werden soll. Danach könnt ihr dann unter dem Punkt Zeitplan erstellen eine Zeit einstellen oder auch einen Ort, wann sich dieser spezielle Homescreen, den ihr eingestellt habt, für diesen Fokus aktivieren soll. Und je nachdem, wo ihr jetzt zum Beispiel seid, wenn ihr einen Ort eingestellt habt oder auch bei einer gewissen Uhrzeit, wechselt einfach der Homescreen
hin und her, so wie ihr es eingestellt habt und auch braucht. Finde ich eine super coole Funktion. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.